Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Freund von 18 mit einem neuen Unboxing-Video von der DVD-Börse in Nürnberg gestern. Hier meine Ausbeute. Leider wird es nicht mehr. Ich habe ja gestern schon wieder hochgeladen. Dafür möchte ich mich gerne entschuldigen, dass ich es hochgeladen habe, denn da sind einige Filme drauf, die halt eben nicht so in Deutschland erhältlich sind. Und deswegen wurden die jetzt von mir, wurde das gelöscht, das Video. Und jetzt gibt es eine kleine Cut-Fassung, damit ich keine Probleme bekomme. Nochmal vielen herzlichen Dank an Whiskey Whiskers für den Hinweis. Und deswegen machen wir eben jetzt die paar, wo hier auch so erhältlich sind. Die zeige ich jetzt nochmal so. Einmal ist hier Doom zu sehen. Das ist die UK-Fassung. Da ist deutscher Ton drauf. Ich habe ja das US-Steelbook von der Real Heroes Edition, wo auch dasselbe Cover drauf ist. Und da ist aber kein deutscher Ton leider drauf. Deswegen habe ich mir die noch geholt für 9 Euro. Kann man nicht meckern. Hier nochmal die Disc mit dem Pappposter oder wie auch immer das Ding auch heißen soll. Ist schön stabil und habe ich gestern mir schon angeguckt den Film. Ich finde ihn gut, andere finden ihn schlecht. Ist mir eigentlich wurscht. Ich finde ihn gut. Gut, Nightmare on Elm Street, die Collection habe ich hier noch auf 5 Blu-Rays. Sind alle Filme enthalten. Auf 3 Discs sind eben jeweils 2 bis 3 Filme drauf. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die Bildqualität ist von dem Film, wenn es auf Blu-ray ist. Aber ich habe hier die DVD-Fassung, jetzt kommen die weg, werden verkauft. Und dann habe ich hier erstmal ein bisschen Platz, weil die eine ist ja so dick und das ist gerade mal so dünn. Aber falls es mal Mediabooks von Nightmare on Elm Street gibt, kommt die wieder weg und dann kommen die Mediabooks her. In einem schönen Pappschuber. Hinten sind die ganzen Daten drauf. Mit verschiedenen Bonusinhalten. Die halte ich euch jetzt mal hin und können mal auf Pause drücken, weil das alles vorzulesen dauert ewig. Genauso wie hier stehen die Spielzeiten drauf. Ich hoffe, ihr seht es, weil nämlich extrem klein geschrieben ist, das ganze Ding. Müsst ihr mal gucken. Ansonsten schreibt mich an oder ihr könnt mal bei Google mal googeln. Ja. Auf jeden Fall hier eben jetzt noch die Discs, sind insgesamt 5 Stück. Sind alle identisch gleich, also rot. Und sind alle hier schön bedruckt. Hat mich 27 Euro gekostet, finde ich für die 7 Filme wirklich gelungen. Und ja, dann habe ich hier noch The Descent, Teil 1 und 2. Die habe ich zwar schon, aber nur auf englischen Ton, da ich halt die englischen Service-Steelbooks habe und deswegen kommen jetzt und da dann einfach die Discs rein. Die beiden haben jetzt auch 9 Euro gekostet, also kann man auch nicht meckern. In einem Pappschuber sind die drin, aber der kommt alles runter in den Keller mit, denn die braucht bloß die Discs. Hier eben diesen 1 in ungeschnittenen Fassung mit Wendecover und nochmal die Rückseite. Auch sehr lustige Filme. Und hier noch so diesen 2. Finde ich etwas schwächer als den ersten, aber auch sehr amüsant. Und hier nochmal die Disc. Ja. Also viel Besonderes habe ich nicht gefunden, leider. Aber man kann halt nichts machen. So, und dann habe ich hier noch ein Mediabook. Don't Open Till Christmas, Fröhliche Weihnacht von der Film ist von 1983. Ist ein Mediabook, ist auf 500 Stück limitiert, hat ein 12-seitiges Booklet mit dem Schnittbericht von dem Film. Ja, ich habe ihn gestern schon angeguckt, ich finde ihn ganz amüsant. Also für das Alter ist er wirklich gut. Die Bildqualität ist auf Blu-ray nicht so besonders, ist etwas grieselig und auch etwas hell das ganze Bildschirm. Aber ansonsten für 18 Euro kann man bei dem Mediabook nicht sich beschweren. Hier eben die Innenseite. Hier die Rückseite hinter der Disc. Und dann blätter ich einfach mal durch. Hier eben der Schnittbericht. Und noch viel Werbung ist dazu noch. Finde ich auch sehr schwach. Also und hier nochmal die DVD.
Und auch hier ist der brennende Weihnachtsmann drauf. Ja, der Film ist eigentlich ganz amüsant anzugucken, also kann man mit 8 Euro nicht viel verkehrt machen. Hier nochmal die Vorderseite und hier nochmal die Rückseite. Der Film geht 87 Minuten auf Blu-ray und 83 Minuten auf DVD, ist die ungekürzte Fassung und hat Trailer und Making-of sind noch enthalten. Ja, okay. Das war meine ganze Ausbeute von der DVD-Börse und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich kann mich gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal, euer Feuer 86. Tschüss.